Dragon Age The Veilguard ist definitiv kein Dragon Age Spiel. Es sieht anders aus als das alte Dark Fantasy Setting von früher. Es spielt sich komplett anders als das einst taktische Origins. Es erzählt auch keine Story auf die erwachsene Art und Weise von früher. Dragon Age The Veilguard ist so weit entfernt von Dragon Age Origins wie nur irgendwie denkbar, aber kann es eigentlich auch ohne den epischen Schatten der Vorgänger mal aus der Ferne betrachtet funktionieren? In der heutigen Review erzähle ich euch, warum das neue Dragon Age The Veilguard ein ziemlich eindeutiger Beweis dafür ist, dass es das BioWare von früher einfach nicht mehr gibt. Aber inwiefern das neue Dragon Age ein gutes oder schlechtes Spiel ist, untersuchen wir jetzt gemeinsam. Wir halten die Review wie immer spoilerfrei, wir zeigen euch nur Early Game Content und starten mit der Story. Two ancient elven gods. They were horrific tyrants. Das Spiel startet mit einem Character Creator, der euch erlaubt, euren eigenen Helden zu erstellen, dabei auch eine Auswahl an Rasse, Fraktionen und Hintergründen liefert, der eure Dialogoptionen etwas beeinflussen wird. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, die Entscheidungen eurer vorherigen Spiele zu wählen. Also ja, aber nicht wirklich. Nur drei Entscheidungen aus Dragon Age Inquisition werden übernommen, sonst nichts. Das ist ziemlich wenig dafür, dass es immer schon so ein BioWare-Ding war, ein Universum aufzubauen, von dem von Spiel zu Spiel Entscheidungen mitgenommen wurden. Mass Effect ist da ein Paradebeispiel. Naja, nach dem Character Editor geht es dann auch schon ins Spiel. Das beginnt mit einer linear gespielten Einführung, die auch als Tutorial dient und den Plot rund um Solace aus Inquisition wieder aufgreift. Wer den Vorgänger nicht gespielt hat, wird mit einer kleinen Cutscene vorher noch abgeholt. Hier zu Beginn kommt noch das Gefühl auf, dass hier tapfere Helden einen letzten Widerstand wagen. Pacing und Ton sitzen. Aber das nimmt nach der Einführung relativ schnell ab. Eine Sache, die mich an Dragon Age The Veilguard stört, ist der tonale Unterschied. Alles ist so fröhlich. Dragon Age Origins war düster, voller politischen Intrigen und harten Entscheidungen, Tod und Verderben. Dragon Age The Veilguard ist die Marvel-Version davon, denn auch wenn es um das vermeintliche Ende der Welt geht, sind alle happy und ready für einen Spruch oder zwei. Well. Wasn't expecting to fight an ogre today. Then again, I also didn't expect to learn that my gods are rampaging around and trying to end the world. Just one of those days. Dieser Unterschied spiegelt sich auch in der Optik wieder, aber da kommen wir gleich dazu. Was ich sagen kann, die Welt von Dragon Age bleibt so umfangreich und magisch wie vorher. Mit einer Menge Lore, tollen Orten und vielen spannenden Hintergründen. Der Plot versucht auf der einen Seite dramatisch aufzutreten, traut sich aber nicht wirklich streng zu sein mit den Konsequenzen. Die Dialoge sind teilweise lächerlich simpel und immer irgendwie in der Stimmung: Leute, können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das! Teilweise fühlt sich das so an, als würdest du gerade einem Kumpel in der Schule den vulgärsten Witz erzählen wollen, den du kennst, aber jetzt steht gerade die Lehrerin bei euch am Tisch, deshalb musst du alles durch einen Filter pressen. Und entsprechend funktioniert der Witz einfach nicht mehr. Die Dialogoptionen für euch liefern auch nicht Nuancen und das Romance-System gab es auch schon mal im Besser. Hier ist es einfach nur, nimm die Option mit dem Herzen und ihr werdet später das horizontale Limbo tanzen. Lasst mich euch sagen, Flirten funktioniert in Real Life leider nicht so. Na du Zuckerpuppe! Lässt man den Schatten der vorherigen Teile mal weg und stellt seine Erwartungshaltung an eine erwachsene Dark Fantasy mal ein, dann ist der Plot zwar eine ganz nette Unterhaltung und dank der umfassenden Welt auch spannend genug, um für das Weiterspielen zu motivieren, aber eben nicht mehr das Dragon Age von früher. Vielleicht seid ihr damit fein, vielleicht habt ihr Dragon Age vorher gar nicht gespielt, aber für mich ist dieser Sprung von, sagen wir, Game of Thrones zu The Hobbit wirklich ein Schlag ins Gesicht. Apropos Schlagen, was macht das Gameplay? Tatsächlich bin ich nicht überrascht davon, dass Veilguard den kompletten Action-Combat-Weg gegangen ist. Immerhin ist diese Entwicklung von taktischem Overhead-Combat zu heute über alle Dragon Age-Spiele nachvollziehbar. Warum das so ist, verstehe ich nicht ganz, wenn ein Spiel wie Baldur's Gate 3 beweist, dass man auch heute noch mit langsamen, wohlüberlegten Gameplay überzeugen kann, aber naja. Gucken wir uns das System mal an, angefangen mit dem RPG-Gerüst. Sowohl euren Charakter als auch eure Companions könnt ihr mit verschiedenen Rüstungen und Waffen ausstatten, die teilweise mit Buffs kommen und sich in ihrem elementaren Schaden unterscheiden. Beim Aufleveln erhaltet ihr dann noch Skillpunkte, die euch erlauben, in dem echt umfangreichen Skilltree neue Fähigkeiten und Passives freizuschalten. Diese Elemente funktionieren alle soweit gut, sind simpel und übersichtlich und damit liefern sie keinen Grund zum Meckern. Die Skilltrees für eure Companions, euer eigener, inklusive Ausrüstungen und Upgrades für das Equipment, erlauben euch viel Spielraum zum Buildcrafting und mehr will man da doch auch einfach gar nicht. Das eigentliche Kampfsystem besteht aus zwei Angriffstasten, einer Ausweichbewegung
Fortbewegung, einem Block und dann euren Fähigkeiten. Für die Skills braucht ihr Mana, von dem ihr gerade zu den ersten 10 Spielstunden nicht genug habt, um mehrere Skills aneinander zu ketten. Dafür dürft ihr mit euren Companions kombinieren, denn manche Skills können gemeinsam einen größeren Effekt und damit auch AOE-Damage auslösen. Außerdem müsst ihr selbst ein wenig darauf achten, welche Schadenstypen ihr an welchen Gegnern auslösen wollt. In puncto Combos habt ihr also ein paar Möglichkeiten und schnell stellen sich Party-Konstellationen und Waffensets zusammen, mit denen man möglichst vielfältig aufgestellt sein will. In der Theorie klingt das auch alles ziemlich gut, aber auch hier fehlt es Veilguard an der Konsequenz. Ihr werdet nämlich nie wirklich gezwungen, diese Elemente auch zu nutzen. Das Kampfsystem stumpft für mich zumindest nämlich schnell ab. In den ersten 20 Leveln eures Charakters habt ihr sowieso nicht genug Mana, um viel zu kombinieren. Bedeutet, ihr öffnet einen Kampf mit eurer Skill-Kombo, also ihr und ein Companion, plus noch der zweite Companion macht auch einen Angriff. Dann wartet ihr ab, bis ihr wieder Mana habt, also wird die Angriffs- und Ausweichtaste gespammt, bis ihr wieder Skills benutzen könnt. Manchmal staggert ihr einen Gegner zwischendurch und schnappt euch einen Finisher. Aber absolut jeder Kampf läuft genau so ab. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad war das Spiel auch so einfach, dass ich nie wirklich gestorben bin und aufgrund des stumpfen Kampfsystems auch nie einen Healer gebraucht habe. Ich habe kein Problem mit Action Combat, aber dieser muss eben erfordern, verschiedene Elemente richtig zu nutzen und im Kampf schnell und geskillt zu reagieren. Vergleicht mal die Optionen, die euch ein God of War zum Beispiel liefert, versus Dragon Age, und ihr wisst, was ich meine. Wer simpel mag, wird hier zwar bedient, aber gerade wenn man ein riesen RPG hat mit dutzenden Stunden Spielzeit und idealerweise mehreren Playthroughs, dann fehlt es mir hier an Tiefe. Neben Kampf und RPG-Leveling werdet ihr auch aktiv das Schicksal der Spielwelt mitentscheiden. Durch Sidequests könnt ihr beispielsweise die Stärke einer Fraktion beeinflussen und durch Dialoge auch die Story. Auch mit euren Companions könnt ihr die Beziehung verbessern oder auch verschlechtern, je nachdem wie ihr in den Dialogen agiert. Cool fand ich tatsächlich auch, dass mal etwas genauer angezeigt wird, welche Optionen welchen Effekt auslösen, und manchmal wird auch darauf hingewiesen, dass eine Wahl von früher gerade dieses Gespräch beeinflusst. Ich finde es ganz cool, genau nachvollziehen zu können, welchen Effekt eine Entscheidung hatte. Dragon Age: The Veilguard liefert also ein solides RPG-Gerüst, scheitert aber für mich am Kampfsystem. Das kann durchaus ziemlich subjektiv sein, denn simples Action-Combat hat auch seine Fans, nur fehlt mir hier einfach die Tiefe. Wie schaut es denn aus mit der Grafik? Die Grafik von Dragon Age: The Veilguard ist der absolute Beweis dafür, wie wichtig Artstyle und Direction ist. In der Theorie hat man nämlich nicht wirklich was zu meckern. Die Spielwelt ist mit einer Liebe zum Detail aufgebaut, die wirklich spitze ist. Verschiedene Orte liefern Abwechslung, Effekte im Kampf sind kristallklar, aber hoch detailliert und alles läuft flüssig im technischen Sinne. Aber, und jetzt kommt das große Aber, nichts davon gefällt mir. Wieso ist das so? Ähnlich wie die Story ist hier alles so fröhlich. Angefangen von der Farbpalette bis hin zum Design der Kreaturen. Ich meine, schaut euch allein die Darkspawn an. Das hier sind Kreaturen des absoluten Bösen. Die sahen mal so aus. Ich habe online oft den Vergleich gesehen, es würde sich hier um Pixar's Dragon Age handeln. Und ehrlich gesagt, wenn man sich solche Charaktere anguckt, kann man dem nur zustimmen. Apropos Charaktere, auch hier sollte in der Theorie alles passen. Outfits und Aussehen sind sehr distinktiv, mit klaren visuellen Cues, die jeden eurer Kumpanen eine klare eigene visuelle Identität verschaffen. Aber mir fällt kein besseres Wort ein als overdesigned. Ich meine, wer läuft so in den Krieg? Ohne Witz, nimm Nev und pack sie in Overwatch und ich garantiere dir, niemand wird bemerken, dass sie nicht aus dem Spiel ist. Oft fand ich in Cutscenes meinen eigenen Charakter den einzig visuell passenden, zumindest für Setting und Story. Aber die Grafik ist eben auch so ein Thema. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Spieler, die noch nie ein Dragon Age gespielt haben, eventuell jünger sind, Stichwort Fortnite Generation, das hier sogar unglaublich toll finden. Und das möchte ich euch auch gar nicht absprechen. Denn an sich ist die Grafik gut, nur weit entfernt eben von Dark Fantasy. Und was ich auch loben kann, ist die Stabilität. Für ein AAA-Game der heutigen Zeit von diesem Umfang ist Dragon Age: The Veilguard erstaunlich flüssig gelaufen, was bei der Anzahl an Effekten manchmal echt überrascht. Aber stabile Framerate, bugfreie Spielerfahrung, zumindest für mein Playthrough. Und jetzt möchte ich ein Fazit ziehen. Ihr habt in meiner Review sicherlich bemerkt, auch wenn ich eingangs erwähnt habe, dass ich das gerne losgelöst betrachtet hätte, kann ich das gar nicht. Die meisten größeren Kritikpunkte kommen unweigerlich aus dem Vergleich mit dem, was Dragon Age früher geliefert hat. Gerade bei der Grafik und der Story. Deshalb muss ich hier im Fazit quasi auch zweimal bewerten. Betrachtet man Veilguard als ein Dragon Age Spiel aus der Perspektive eines Dragon Age Fans seit Origins, dann ist es ein weiter Sprung von dem, was mich dazu gebracht hat, dieses Franchise zu lieben. Als eigenständiges RPG, vielleicht sogar Soft Reboot betrachtet, ist das neue Dragon Age durchaus ein solides Action-RPG.
RPG, das zwar nicht das Rad neu erfindet, aber sicherlich Spaß machen kann. Es ist ganz klar, dass man mit dieser neuen Direktion einfach die Zielgruppe ausweiten wollte, was scheinbar funktioniert hat, denn The Veilguard verkauft sich gut, aber dabei hat man zumindest aus meiner Sicht die Magie verloren, die einst diese Welt ausgemacht hat. Aber wie seht ihr das? Schreibt eure Meinung in die Kommentare, denn ich bin für heute durch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like und Abo da, wenn dem so ist, denn damit könnt ihr mich supporten und wir sehen uns auch wieder. Damit sage ich danke fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.